Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Out of the Dark bei dem YouTube-Kanal für alle Angehörigen da draußen von psychisch Kranken. Hier ist wieder euer Flipper und im heutigen Beitrag möchte ich über die Vor-, aber auch die Nachteile von Passivität sprechen. Denn meiner eigenen Erfahrung nach nimmt dieser Aspekt Passivität gerade im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen einen hohen Stellenwert ein, denn gerade du als Angehöriger wirst dir häufig die Frage stellen, soll ich jetzt in dieser bestimmten Situation aktiv werden oder soll ich mich weiterhin passiv verhalten? Und wie in allen meinen Beiträgen möchte ich dir am Ende auch dieses Videos einen Praxistipp mit auf den Weg geben, der dir dabei helfen soll, zukünftig für dich herauszufinden, in welchen Situationen es durchaus sinnvoll ist, sich passiv zu verhalten und in welchen Situationen es besser ist, aktiv zu werden und die Passivität damit zu verlassen. Denn hier auf diesem Kanal, und es betrifft jetzt all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, liegt der Fokus nicht auf dem psychisch Erkrankten, sondern auf dir als Angehöriger, und meine Beiträge zielen darauf ab, deine Lebensqualität als Angehöriger eines psychisch Erkrankten zu verbessern und dir dabei zu helfen, besser in Konfliktsituationen mit der Erkrankung deines Angehörigen umgehen zu können. Und zuallererst stellt sich natürlich die Frage, was ist denn überhaupt Passivität? Und wenn wir jetzt hierfür einen Duden zur Hand nehmen würden, würden wir folgende Definition finden. Passivität ist der Zustand des Nichtausführens von Handlungen. Ich sag's nochmal. Passivität ist der Zustand des Nichtausführens von Handlungen. Und du wirst mir bestimmt darin zustimmen, dass es manchmal tatsächlich sinnvoll sein kann, passiv zu sein und eben eine Handlung nicht auszuführen. Ich hatte erst vor ein paar Stunden hierzu ein gutes Beispiel. Ich war joggen und in der Stadt, in der ich lebe, gibt es so einen Weg, der wird von Joggern genutzt, aber auch von Radfahrern. Und Jogger dürfen diesen Weg teilweise nutzen, aber nicht die komplette Strecke. Und als Jogger wird man immer wieder von Radfahrern darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein Radweg ist. Und ein Herr hat mich heute sehr forsch darauf hingewiesen. Ich bin aber total passiv geblieben, habe genickt und bin einfach weitergejoggt. Und jetzt zum Rückblick würde ich sagen, das war die absolut richtige Entscheidung, da jetzt keine Diskussion vom Zaun zu brechen, sondern einfach ruhig zu bleiben. Und auch du als Angehöriger eines psychisch Erkrankten wirst schon Situationen erlebt haben, bei denen du dir im Nachhinein gedacht hast, zum Glück bin ich ruhig und passiv gewesen. Und hierzu blende ich dir mal etwas ein. Das nenne ich nämlich die Passivstufe 1. Und diese Stufe charakterisiert sich dadurch, dass von außen eine andere Person auf uns einwirken will durch eine Handlung oder durch irgendetwas, was sie zu uns sagt, und wir zunächst einmal ruhig bleiben und dieses in sich ruhen sich in dem Moment als auch danach gut anfühlt und man sich denkt, zum Glück habe ich mich auf diese Diskussion nicht eingelassen, zum Glück bin ich ruhig geblieben, das hat mir einiges an Energie und auch an Ärger erspart. Soweit ist Passivität durchaus positiv. Jetzt kennt jeder aber auch von euch die Passivstufe 2. Und diese Stufe charakterisiert sich meines Erachtens nach dadurch, dass ihr euch in einem Konflikt befindet, in dem Beispiel, das ich jetzt mal auswähle, mit eurem psychisch erkrankten Angehörigen, und Dinge gesagt werden, die euch ärgern. Und ihr merkt schon, dass das, was euch da vorgeworfen wird, euch nicht egal ist. Ich finde, man merkt das häufig so im Magenbereich. Da steigt dann so eine Hitze auf. Man sagt ja auch umgangssprachlich, dass einen die Wut packt. Und man merkt schon so langsam, oh, oh, oh. Langsam findet mein Geduldsfaden sein Ende. In diesen Situationen kann meines Erachtens nach die Passivität auch noch positiv sein. Denn in vielen Situationen packt uns unmittelbar die Wut, aber schon eine Stunde, zwei Stunden oder auch einen Tag später sind wir Gott froh, dass wir ruhig geblieben sind und uns haben nicht provozieren lassen. Das heißt,
In der Passivstufe 2 packt uns zwar die Wut, aber wenn wir die Füße stillhalten, sind wir nach einer gewissen Zeit froh, nicht darauf reagiert zu haben. Und diese Form der Passivität erachte ich ebenfalls als positiv. Jetzt gibt es aber auch das umgekehrte Beispiel und das bringt uns zur Passivstufe 3. Und diese kennzeichnet sich dadurch, dass ihr in einer Konfliktsituation Ruhe bewahrt. Ihr merkt, die Wut packt euch, aber ihr haltet die Füße still. Doch auch 1-2 Stunden und sogar am nächsten Tag stellt ihr fest, hey, da wurde ich ungerecht behandelt, das hat mich verletzt und das beschäftigt mich. Und an diesem Punkt kommen wir in den Bereich rein, wo Passivität negative Folgen für euer Leben und auch eure Lebensqualität haben kann und im schlimmsten Fall es dazu führt, dass ihr in allen Lebensbereichen in eine Art Schockstarre verharrt, weil ihr die Sorge habt, irgendetwas falsch zu machen. Bleiben wir aber noch für einen Moment bei der Stufe 3. Das heißt, wenn ihr immer wieder Situationen erlebt mit euren psychisch erkrankten Angehörigen, indem ihr im Nachhinein froh seid, nicht reagiert zu haben und in manchen Situationen euch ärgert, reagiert zu haben, bewegt ihr euch zwischen den Vorteilen der Passivität und zwischen den Nachteilen der Passivität. Hier habt ihr immer noch die Möglichkeit, am nächsten Tag das, was euch stört, nochmals zur Sprache zu bringen und somit eben die Passivität zu verlassen und in die Aktivität reinzugehen. Jetzt wirst du dich fragen, ja, was soll es denn überhaupt bringen, wenn ich jetzt gewisse Dinge, die mich stören, einen Tag später oder 2 Tage später nochmal zur Sprache bringe? Die Antwort lautet Selbstwirksamkeit. Es geht darum, in solchen Situationen dann die Passivität zu verlassen und aktiv zu werden und für sich einzustehen und gelassen und reflektiert dem psychisch Erkrankten nochmal zurückzumelden, dass man das ein oder andere, was beim gestrigen Streitgespräch ablief, nicht in Ordnung fand. Jetzt sehe ich schon einige in die Kommentarleiste reintippen. Mein psychisch Erkrankten interessiert es einen feuchten Kehricht, ob ich mich an seinem Verhalten mir gegenüber störe. Und da kann ich nur sagen, du meldest dem psychisch Erkrankten das ja nicht zurück, weil du willst, dass er das versteht, beziehungsweise du würdest es schon wollen und du findest es auch toll, wenn er es verstehen würde, aber du machst es für dich, weil du so etwas wie Selbstrespekt für dich und dein Leben empfindest. Und da muss man auch überhaupt nicht laut oder bestimmt werden, das kann man ganz gelassen rückmelden und sagen, hey du, ich habe mir so mal Gedanken gemacht über unser gestriges Gespräch. Ich persönlich fand, und ich möchte jetzt keine neue Diskussion vom Zaun brechen, dass in der Situation, in der du mich beleidigt hast, dass das von deiner Seite aus nicht in Ordnung war. Ich erwarte jetzt auch keine Entschuldigung, aber ich wollte es dir einfach mal rückmelden. Und wie das bei der anderen Person ankommt, das spielt keine Rolle. Es geht hierbei um Selbstrespekt und darum, dass du für dich selbst einstehst. Okay, kommen wir zur vierten Stufe der Passivität. Jetzt bewegen wir uns schon im orangenen Bereich. Diese Stufe der Passivität kennzeichnet sich dadurch, dass es von Seiten des psychisch Erkrankten dir gegenüber immer wieder zu Demütigungen und Beleidigungen kommt, über die du dich nicht nur in dem Moment selbst aufregst und die dich verletzen und traurig machen, sondern auch noch mehrere Tage und Wochen danach, du aber nicht mehr die Kraft und den Selbstrespekt aufwenden kannst, um für dich selbst einzustehen und du jeglicher Form des Konflikts und der Konfrontation aus dem Weg gehst. Hierbei reicht deine Passivität so weit, dass du sogar Verhaltensweisen änderst, um dem psychisch Erkrankten zu gefallen bzw. kein weiteres Konfliktpotenzial zu bieten. Das kann sein, du triffst dich mit bestimmten Freunden nicht mehr, weil der psychisch Erkrankte diese nicht leiden kann. Er findet bestimmte Hobbys von dir lächerlich, also gehst du diesen Hobbys nicht mehr nach und du flüchtest dich zunehmend mehr in deine eigene Passivität zurück. Und das Einzige, was dir in deinem Leben noch ein Fünkchen an Sicherheit gibt, ist genau diese Passivität.
Das heißt, diese ungesunde Form der Passivität, die du mittlerweile angenommen hast, ist das Einzige, was dir in deinem Leben noch Sicherheit gibt. Und das bedeutet, dass der psychisch Erkrankte dich kontrolliert. Weil alles Handeln richtet sich danach aus, ihn oder sie nicht zu verärgern. Und hierzu gibt es eine schöne indische Geschichte bzw. eine Parabel. Und die möchte ich dir erzählen, um dir mal die Problematik dieser Passivitätsstufe 4 deutlich zu machen. In der Parabel geht es um einen Tiger, der sich in eine Frau verliebt und diese Frau heiraten möchte. Doch der Vater der Frau ist gegen die Hochzeit von dem Tiger und seiner Tochter. Der Tiger geht eines Tages zu dem Vater und bittet erneut, die Tochter heiraten zu dürfen. Der Vater lehnt diesmal nicht ab. Er sagt zum Tiger, wenn du dir deine Krallen abschneidest, dann könnte ich mir vorstellen, dass du meine Tochter heiraten kannst. Gesagt, getan. Der Tiger geht weg und schneidet sich die Krallen ab. Am nächsten Tag kommt er, möchte die Tochter heiraten, doch der Vater sagt, eine Sache noch, lieber Tiger. Deine Zähne sind so scharf, die könnten meine Tochter verletzen. Bitte zieh dir alle Zähne und dann verspreche ich dir, darfst du meine Tochter heiraten. Der Tiger geht fort, zieht sich auch alle Zähne und kommt am nächsten Tag in der Hoffnung, die Tochter heiraten zu können, ohne Krallen und ohne Zähne zum Vater und möchte die Tochter heiraten. Daraufhin tötet der Vater den Tiger. Jetzt denkst du dir vielleicht, Erstens möchte ich nicht heiraten und zweitens bin ich kein Tiger. Flipper, was möchtest du mir mit dieser Geschichte denn sagen? Die Quintessenz der Parabel ist relativ einfach. Wenn man sich als Mensch so weit verändert, wie andere einen haben möchten, dann führt das letzten Endes zur Selbstaufgabe und zur Verleumdung dessen, was einen tatsächlich ausmacht. Und ein Tiger machen aus seine scharfen Krallen und seine scharfen Zähne. Er ist ein Beutetier und er lässt sich das vom Vater nehmen. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, es ist nicht der Vater, der dem Tiger die Krallen abschneidet und die Zähne zieht. Es ist der Tiger selbst, um gefallen zu wollen. Das heißt, der Tiger bleibt in der völligen Passivität und hört auf das, was der Vater zu ihm sagt. Und wenn du dich als Angehöriger eines psychisch Erkrankten in einer ähnlichen Form der Passivität wie der Tiger befindest, dann hat das nichts mit Sicherheit zu tun, sondern mit dem kompletten Gegenteil. Du bist einer gigantischen Gefahr ausgesetzt, dich selbst in dieser Interaktion zu verlieren. Und das bringt uns zur fünften Stufe der Passivität. Und da befinden wir uns jetzt im absolut roten Bereich. Diese Form der Passivität ist die völlige Selbstaufgabe in allen Lebensbereichen. Das heißt, du hast keinerlei Einfluss mehr auf dein eigenes Leben, überhaupt keine eigenen Handlungsspielräume mehr und du achtest nur noch auf die Vorgaben anderer, des psychisch Erkrankten, deines Arbeitgebers und so weiter und so fort. Jetzt fragst du dich natürlich zu Recht. Ja, Flipper, wie kommt man denn jetzt aus diesen negativen Stufen der Passivität raus? Genau gesagt aus den Stufen 3, 4 und 5. Und darüber möchte ich im Folgenden sprechen und dir am Ende des Beitrags, wie versprochen, noch einen konkreten Praxistipp mitgeben. Das Allerwichtigste im Zusammenhang mit Passivität, gerade dann, wenn man sich im orangenen bzw. im roten Bereich befindet, ist das Wiedererlernen von Selbstwirksamkeit. Und das ist natürlich für Menschen sehr, sehr schwierig, die schon seit Monaten oder vielleicht sogar seit Jahren oder Jahrzehnten sich in einer starken Form der Passivität befinden. Ich selbst war auch schon vor vielen Jahrzehnten mal in einer sehr, sehr passiven Phase meines Lebens stecken geblieben. Ich hatte einmal diese herausfordernde Situation mit einem psychisch erkrankten Angehörigen, eine langjährige Liebesbeziehung
ging in die Brüche. Mein damals größtes Hobby, das Fußballspielen, konnte ich dann irgendwann verletzungsbedingt nicht mehr ausüben. Das heißt, ich musste die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Und das führte dazu, dass ich eben auch an Körpergewicht zunahm und meine bis dato relativ sportliche Figur zunehmend verloren hatte. Und das führte nach und nach dazu, dass ich immer passiver wurde. Und hinzu kam, dass ich in eine neue Lebensphase eintrat und nicht so wirklich wusste, was ich mit mir selbst anfangen sollte. Und das hatte zur Konsequenz, dass ich geistiger, seelischer, aber auch körperlicher Ebene zunehmend abbaute, zunehmend passiver wurde und mir einfach Erlebnisse der Selbstwirksamkeit in allen Lebensbereichen ausgingen. Und das führte wiederum dazu, dass ich noch passiver wurde, weil ich das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten verloren hatte. Mein Vorteil war aber, dass ich dann spätestens nach 1,5 bis 2 Jahren dies erkannt hatte und verstanden hatte, wenn ich möchte, dass sich in meinem Leben etwas ändert und ich eine andere Lebensqualität haben möchte, muss ich aus dieser Passivität herauskommen, sprichwörtlich mein Leben wieder in die Hand nehmen und Selbstwirksamkeitserfahrungen sammeln. Und das Gegenteil der Passivität ist die Aktivität. Das heißt, man muss proaktiv etwas tun. Und für mich war zu diesem Zeitpunkt ein unglaublich magischer Schlüssel die Tatsache, dass ich mit Kampfsport angefangen habe und mich in einem Fitnessstudio angemeldet habe. Und in den ersten 1-2 Jahren war das natürlich sehr mühsam, sich immer wieder dazu zu überwinden, ins Fitnessstudio als auch ins Kampfsporttraining zu gehen. Aber irgendwann merkte ich eben auch eine Veränderung auf geistiger, seelischer, aber auch körperlicher Ebene. Und ich machte Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und ich bemerkte auch, dass mein Umfeld mich selbst wiederum anders wahrnahm. Und das führte bis zum heutigen Tag zu einer enormen Aufwärtsspirale. Und so gelang es mir persönlich, wieder aus diesem roten Bereich der Passivität herauszukommen und mein Leben wieder proaktiv gestalten zu können. Jetzt ist mir in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Du musst dich jetzt in kein Fitnessstudio anmelden und du musst auch keine Kampfsportschule besuchen. Das war mein Weg. Du musst deinen eigenen Weg finden. Aber ein wichtiger Wegweiser für dich besteht darin, geh den Weg, der dir die Möglichkeit von Selbstwirksamkeitserfahrungen bietet. Und da kommen wir auch zum Praxisbeispiel. Wenn du beispielsweise im roten Bereich verhaftet bist, dich in der absoluten Schockstarre der Passivität befindest und du denkst, die Passivität wäre das Einzige, was dir in deinem Leben noch Sicherheit bietet, dann werde ich dir sagen, die Passivität ist eine absolute Scheinsicherheit. Weil solange du passiv bist, verlierst du immer mehr den Glauben an dich und deine Fähigkeiten und äußere Umstände geben dir den Takt deines Lebens vor. Jetzt stellt sich natürlich aus deiner Perspektive heraus die Frage, Flipper, was kann ich denn konkret tun, gerade dann, wenn ich mich im roten Bereich der Passivität befinde? Und das allererste ist meines Erachtens nach in diesem Zusammenhang, und da kommen wir auch schon zum Praxisbeispiel, die Erkenntnis. Es ist wichtig, dass du dich innerhalb dieses Stufenmodells verorten kannst, um einfach mal für dich selbst klären zu können, in welchem Grad der Passivität du dich aktuell befindest. Und natürlich ist es nicht schön, sich eingestehen zu müssen, dass man sich aktuell eher in der orangenen oder roten Zone befindet, aber erst, wenn du dich darin verorten kannst und in der Lage bist, deine aktuelle Situation anzuerkennen, dann können auch Maßnahmen ergriffen werden, um aus dieser Passivität wieder herauszukommen. Das ist so, wie wenn du als Fußballtrainer 6-0 mit deiner Mannschaft hinten liegst, aber du dich weigerst anzuerkennen, dass du 6-0 in Rückstand geraten bist. Solange du das nicht anerkennst und das nicht annehmen kannst, kannst du natürlich auch keine neue Taktik entwickeln, um an diesem aktuellen Spielstand irgendetwas zu verändern. Und genauso verhält es sich bei dir in Bezug auf deine Passivität. Erst wenn du den Grad deiner eigenen Passivität erkannt und auch angenommen hast, unabhängig jetzt davon, ob es dir gefällt oder nicht, hast du erst die Möglichkeit, etwas an deiner aktuellen Situation zu verändern.
In diesem Zusammenhang vielleicht auch eine kleine Anekdote aus meinem Leben. In der Zeit, in der ich wirklich sehr gefordert war als Angehöriger eines psychisch Erkrankten, habe ich mit Kampfsport angefangen. Und die allererste Regel im Kampfsport ist Face your fear. Also blicke der Angst oder der Quelle des Schmerzes entgegen. Und das ist in dem Fall der Sparringpartner, also die Person, gegen die man aktuell boxt. Und natürlich kommen von deinem Sparringpartner Schläge. Und ein typischer Mechanismus des Menschen ist, sich davon abzudrehen, also dem Gegner den Rücken zuzuwenden. Und das ist natürlich der größte Fehler überhaupt, weil in diesem Moment sieht man ja nicht mehr, von wo die Schläge kommen. Und genau dieselbe Dynamik haben wir auch im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Diese sind natürlich nicht unsere Gegner, aber wir müssen uns natürlich der Situation stellen und auch anerkennen, dass die Interaktion und das Zusammenleben mit psychisch erkrankten Menschen eine gewisse Herausforderung mit sich bringen und es uns überhaupt nichts bringt, die Realität zu leugnen, irgendwelche Dinge schönzureden oder Negatives zu ignorieren. Auch hier gilt Face your fear. Auch hier gilt Face Your Fear. Okay, Flipper. Die aktuelle Situation annehmen, anerkennen, sich orientieren, habe ich alles verstanden. Aber was kann ich jetzt konkret machen? Du hast doch von einem Praxisbeispiel gesprochen. Genau, und in diesem Zusammenhang lautet das Stichwort Baby Steps. Ihr müsst lernen, kleine Schritte zu machen. Und zu diesen kleinen Schritten gehören immer auch Rückschläge. Das ist ganz normal. Das alte Prinzip von Try and Error. Drei Schritte nach vorne, einer zurück. Jetzt nehmen wir mal an, du befindest dich aktuell in der roten Phase der Passivität. Das heißt, du bist in der absoluten Passivität gelandet und hast keinerlei Selbstwirksamkeitsgefühl mehr. Das heißt, du traust dir selbst nicht zu, den Herausforderungen in deinem Leben und speziell im Umgang mit dem psychisch Erkrankten gerecht zu werden, beziehungsweise diese in irgendeiner Art und Weise handeln zu können. Und das jetzt direkt in Angriff nehmen zu wollen, einen besseren Umgang mit der psychischen Erkrankung des Angehörigen finden zu können, von einem Tag auf den anderen, wird nicht funktionieren. Der Praxistipp ist also, suche dir andere Lebensbereiche, die du in den letzten Monaten oder auch Jahren eventuell vollständig vernachlässigt hast und versuche hierin wieder Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Beispielsweise kann es der Fall sein, dass du in letzter Zeit deine Wohnung oder dein Haus etwas hast vermüllen lassen. Dann wäre der Praxistipp für Sauberkeit in deiner Wohnung oder in deinem Haus zu sorgen, denn diese äußere Ordnung überträgt sich auch auf deine innere Ordnung und du machst eine Selbstwirksamkeitserfahrung, nämlich wenn du dir vornimmst, einen sauberen Haushalt zu führen, dass dir dies auch gelingt. Oder eigentlich würdest du viel, viel lieber raus in die Natur gehen, aber es fehlt dir häufig an Energie. Dann nimm dir doch einfach mal vor, ein- bis zweimal die Woche einen Spaziergang zu machen. Unabhängig davon, welches Wetter draußen vorherrscht. Oder nehme dir vor, dich wieder gesünder zu ernähren. Generell wieder mehr Sport zu machen, eventuell wieder einem Sportverein beizutreten, alte Kontakte wieder aufnehmen. All das sind Lebensbereiche, die zwar nichts unmittelbar mit deinem psychisch erkrankten Angehörigen zu tun haben, aber diese Lebensbereiche sind wichtig. Und in diesen Lebensbereichen ist es noch viel wichtiger, dass du hier wieder kleinere Erfolge feiern kannst. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, was soll es mir bringen, meine Bude aufzuräumen, mich gesünder zu ernähren, mehr zu bewegen, alte Kontakte aufzufrischen und gegebenenfalls einem Sportverein beizutreten, wenn doch mein Hauptproblem der Umgang mit meinen psychisch erkrankten Angehörigen ist? Und das ist ein riesen Denkfehler. Und ich möchte es dir auch erklären. Wenn jemand beispielsweise richtig gut boxen können möchte, dann ist eine der wichtigsten Übungen Seilhüpfen. Seilhüpfen hat überhaupt nichts mit Boxen zu tun, aber mit der Beinarbeit, die hierbei trainiert wird. Und diese braucht man, um ein guter Boxer werden zu können. Und dein tägliches Seilhüpfen, um es jetzt mal wieder auf unsere heutige Thematik zu übertragen, ist die Selbstwirksamkeitserfahrung. Und umso mehr Selbstwirksamkeitserfahrungen du sammelst, sprich, desto besser ein Boxer Seilhüpfen kann,
desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann auch in der Lage bist, einen besseren Umgang mit der psychischen Erkrankung deines Angehörigen finden zu können. Sprich wiederum, besser boxen zu können. Somit hängt alles mit allem zusammen. Und selbstverständlich hat dein Umfeld und wie du dich in anderen Lebensbereichen ganz viel auch damit zu tun, wie gut bzw. wie schlecht du mit der Erkrankung deines Angehörigen umgehen kannst. Das heißt, indem du die Passivität auch wieder in anderen Lebensbereichen verlässt und auch hier wiederum aktiver wirst, so wirst du auch automatisch wiederum aktiver im Umgang mit deinem psychisch erkrankten Angehörigen und verlässt den roten und auch den orangenen Bereich und bewegst dich wieder Richtung gelben und grünen Bereich. Im Umkehrschluss bedeutet das aber natürlich auch, desto passiver du im Umgang mit deinem psychisch erkrankten Angehörigen wirst, desto passiver wirst du wahrscheinlich auch in anderen Lebensbereichen. Alles hängt mit allem zusammen. Und dabei ist dieser Aspekt der Baby Steps wichtig. Es wird immer wieder auch Rückschläge geben. Das ist völlig normal. Aber wichtig ist, dass du verstehst, und das beinhaltet auch der Praxistipp, du musst in anderen Lebensbereichen wieder aktiver werden, um diesen Flow der Aktivität auch mit in den Lebensbereich, in die Interaktion, in die Gespräche mit den psychisch erkrankten Angehörigen mitnehmen zu können. Und wie immer ist das kein Sprint. Nein, es ist ein Marathon. Und der Schlüssel, damit dieser Güterzug wieder ins Rollen kommt, der seit Jahren auf dem Abstellgleis stand, ist es wichtig, dass du in anderen Lebensbereichen wieder deutlich aktiver wirst. Und das können, und das ist mir am Ende nochmal wichtig zu betonen, auch tatsächlich Kleinigkeiten sein. Ja? Ich hatte in letzter Zeit, hat es mir auch so ein bisschen gefehlt an Selbstwirksamkeitserfahrungen, und ich hatte schon lange vor, über das vergangene Jahr ein Fotobuch zu machen. Ich habe es aber nie fertig gebracht. Entweder hatte ich keine Zeit oder keine Lust. Und jetzt habe ich es durchgezogen und es hat sich einfach gut angefühlt, weil ich habe mir etwas vorgenommen und ich habe es umgesetzt. Das ist pure Selbstwirksamkeit. Und solche Erfahrungen musst du wieder sammeln. In diesem Sinne hoffe ich wie immer natürlich, dass ich dir mit diesem Beitrag weiterhelfen konnte. Wenn dies der Fall ist, lass mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniere den Kanal. Wenn du Leute kennst, denen dieser Beitrag ebenfalls weiterhelfen könnte, dann teile doch diesen Beitrag. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Flipper. Ciao.